Was geht ab, meine Liebe? Manni am Start hier. Ihr denkt wohl, ihr könnt schon schlafen gehen. Kein Meter. In ein Video werden wir heute noch rauszwiebeln. Und zwar den dicken Sauköter. Klar hatte ich doch um die Uhrzeit nicht nochmal zwei bestellt, sondern ein bisschen mehr. Aber ja, gut. Gucken wir uns mal an hier. Ein Tacken leiser. Gucken wir mal, was der so drauf hat, nachdem wir jetzt Max und Max gespielt haben. Also für mich persönlich jetzt gerade ein mega cooles Spiel, weil ich auf jeden Fall jetzt sehr gerne anpeitsche. Aber jetzt habe ich gedacht, komm, ich gehe mal in andere Casino rein, lass die Billens bei dem einen Casino stehen. Ich spiele mal woanders nochmal ein Ründchen Fat Banker. Bisschen Abwechslung. Auf entspannt hier 2, 3 Runden kaufen. Wenn was kommt, kommt was. Wenn nicht, wir können uns dieses Wochenende nicht beschweren. Wir haben gute Knaller gehabt hier. Von daher alles entspannt. Wie immer bei mal zwei sowieso wenig bis keine Erwartung. Aber ja, gut, gucken wir mal nächste Runde. Jetzt muss man schon mindestens 200 Mäuse zurückkriegen, damit wir wenigstens ein bisschen Geld haben, falls die nächste Runde auch eine miese wird. Vielleicht dann eventuell noch einmal kaufen können. Okay. Wie immer spiele noch genug, aber ihr wisst ja, das heißt ja nichts. Hast du ja Spiele wie Sand am Meer, dann kriegst du aber keine Wells rein, obwohl jetzt geht es noch. Komm, jetzt wäre gut. Man gibt doch noch ein verschmortes Wild, ey, mein Gott. So viele Spiele über und dann kommt das scheiß Wild da nicht rein, Mann. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kommt jetzt mal ein höherer Multi. Ganz schwierig. Wenn er nur mal zwei schmeißt, dann hat er nicht viel Bock, aber man weiß es nicht. Vielleicht schmeißt er mal so irgendwie ein Multi noch rein oder was. Kontinuierliche Runde, jede Runde ein Wild. Damit können wir arbeiten. Wenn das jetzt mal so weitergehen würde, ne? Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ein Ball können wir auf jeden Fall noch machen, nächste Runde. Das sieht aber dann auch aus nach der letzten Hoffnung.
Okay, wenigstens da noch ein paar Cent. 50 Euro Höchstgewinn. Ja, der Dicke scheint hier wieder keinen Bock zu haben, um die Uhrzeit noch durch die Gegend zu laufen. Komm, Multi, Multi, Multi. Mein Gott, schon wieder mal zwei, Mann. Ja, jetzt wird es schwierig, Mann. So 190 Euro müssen wir haben, damit wir noch ein Ründchen kaufen könnten. Aber... allzu viel Hoffnung habe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ne, der wirft absolut keine Hoffnung rein hier. Ganz schwierig. Auto vielleicht einmal. Nein. Eieieiei. Der ist ja sowas von müde. Der dicke Hund hier. Schauen wir mal. Ach komm, weißt du was? Kaufen wir mal nochmal. Eigentlich wie ein Superboy halt ohne Multi, ne? Aber ja gut, vielleicht baut er ja mal was auf. Ja, wir brauchen hier mal eine Rutsche so mit 2-3 Wilds, damit man irgendwie so ein bisschen... ja, sowas zum Beispiel, damit man vielleicht eine Hoffnung noch hat, dass der mal in die nächste Stage reingeht. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt da hingeht, weil wir haben ja eh keine Multiplikatoren. Auch irgendwie witzlose Runde. Kommst du mal da in die Zone rein und kriegst keinen Pfifferling. Okay. Wieder 6 Spiele über. Ich weiß, wir uns noch einen Lötkolben hier an. Der ist ja mal richtig unsympathisch hier unterwegs, Mann. Muss man ja mal sagen. 65 Ziegelsteine noch. Was kann man denn dafür holen? Kaufen wir mal den hier. Was soll man machen? Einfach mal auf doof.
Vielleicht baut der ja nochmal auf hier. Ja, das war natürlich ein super Aufbau hier. Ja gut, Totläufer hier wird auch mal, was willst du machen? So ist das Spiel, Mann. Das war jetzt ein grandioser Totläufer, nennen wir es mal so. Ei. Jetzt mal Multi, komm. Komm, ach. Der hätte doch noch mal ein Multi reinzwiebeln können. Gucken wir uns mal an. Okay. Pfingst noch eine Rettung. Jetzt mal ein Multi da rein, ey. Manometer. Oder eine Rettung. Noch nicht mal das. Geschweige das verhunzte Auto kommt noch nicht mal um die Ecke. Was ein geiziger Mistbock. Aber ein Auto kommt auch nicht mal um die Ecke fahren. Naja. Bisschen boring jetzt gerade. Aber ja gut, wir leben noch. Wer weiß, vielleicht hat er eine Überraschung im Petto hier. Jo, gute Nacht. Gut, Leute, wisst ihr was? Ich mach mal die Balance hier auf 0. Und ich bin am Überlegen, vielleicht noch mal eine Runde einzuzahlen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ey, keine Ahnung. Weil der Dicke hier, der hat mir jetzt irgendwie nicht viel Hoffnung gemacht. Aber ihr wisst ja manchmal, wie das ist. Läuft der 5 Runden schlecht und dann auch läuft der 5 Runden gut, dann knallt er den nämlich einen um die Ohren. Ach, komm, hör doch auf. Komm, das kann doch jetzt kein Ende sein hier. Das ist doch ein Quatsch, Mann. Das ist doch echt Quatsch. Ja gut, komm, ich mach die 10 Euro kurz weg, Leute. Zahle ich nochmal ein und dann sehen wir uns gleich, Mann. So, Leute, weiter geht es. Ich habe jetzt nochmal 800 reingefeuert, aber danach ist dann auch hier Feierabend. Wenn jetzt noch was kommt, kommt was, wenn nicht, ja gut. Heute können wir ein bisschen lockerer hier aufpeitschen. Wie gesagt, können wir uns auch nochmal eine Einzahlung gönnen. Wie gesagt, haben ja gut was gewonnen da bei Max, von daher. Vor allen Dingen, jetzt fängt ja auch schon mal anders an, hier direkt mal 5. Vielleicht wird das ja was. Komm schon. Schwierig.
einen guten Multi gestartet und dann sowas. Eieieiei. Echt mal sagen, also gut, wir haben schon öfters mal eine Klatsche gekriegt hier bei Fettkeule, aber jetzt gerade du, ey, meine Herren, ey, da ist er mal richtig im Kein-Bock-Modus drin. Aber gut, total gibbelt, das ist ja auch ganz normal. Ich sag ja auch nie, dass ich hier jeden Tag irgendwie gewinne oder sonst was. Ich zeige ja auch, wenn ich was auf den auf die Rübe kriege oder sonst irgendwas, von daher gibt es da noch mal solche Läufe, ne? Okay. Wenn er sich beeilt, könnte noch was bei rumkommen. Okay, das war jetzt noch mal eine Rettung, damit wir wenigstens danach noch einen Kauf machen können. Jetzt wenigstens noch ein paar Euros da zusammenkriegen. Okay, gut. Oh, auch gut. Sehr schön. War ja nicht mehr für möglich zu halten. Da wollen wir uns hier nochmal retten in der Runde. Auto, maybe? Natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja auch viel zu teuer gewesen. Naja, rein da. Mal 5. Okay, Multi sind jetzt am Start. Jetzt wäre man natürlich zu hoffen, wenn wir mal eine coole Runde jetzt noch hätten. Ja, ey. Position. Kleine Hoffnung ist dafür ein bisschen Geld auf jeden Fall. Aber wenn keine Wilds kommen, soll er da stehen bleiben. Aber wenigstens jede Runde ein Fuffi ungefähr immer safe, Mann. Also bin ich ja auch noch zufrieden, wenn wir die Position haben und kriegen jede Runde hier so 50, 60, 70 Euro. Besser so, als bevor der uns einen Wild gibt und der stellt das ganz nach hinten und wir können gucken, wo wir bleiben. So, mal wenigstens noch mal knapp, ja, über 500. Damit können wir noch mal Kauf machen auf 2, je nachdem. Oh, come on. Yes, Mann, sauber. Und dann noch schöne Positionen. Hammer. Das meine ich, Leute. Wenn du dann einmal so einen Lauf hast, wo du gar nicht mit rechnest, dann kann er dich noch mit dem vorigen Einsatz aus der Scheiße holen, Mann. Hammer. Ja. Kannst du jetzt hier mal ein bisschen noch genießen. Sehr schön, 350. Und... okay, auch nochmal gute Symbole. Schön, sehr schön. Korrekt.
Wir haben eigentlich schon wieder fast, ja gut, ja doch, eigentlich pari. Wir haben nochmal 800 reingetan, das hatten wir eben drauf, 700 noch was. Wir sind eigentlich pari mit dem, was wo wir mit gestartet haben. Knaller, sag ich ja, ein korrekter Lauf und schon bist du wieder am Atmen. Ja gut, kriegst natürlich direkt wieder mal zwei hinterher im Nacken geknallt. Aber gut. Wir leben auf jeden Fall wieder. Vor allen Dingen sind ja auch das die Läufe, die ich jedes Mal sage. Nee, das sieht manchmal so beschissen aus. Ohne Aussicht, ohne alles. Ja, und dann urplötzlich, wie gesagt, haut dir ein Auto rein und wenn du dann schon in der vierten Zone bist und der steht vorne. Dann gebe doch wenigstens ein bisschen Geld hier, ne? Guter Gewinn. Hälfte von bei ihnen haben wir nochmal zurückgekriegt. Gut. Viel Hoffnung hat man sowieso nicht. Gut, Leute, machen wir den Part mal auf Stopp. Gehen wir mit 1-4 mal in die nächste Session. In dem Sinne, haut rein, Mann.